Lasst uns heute über Panthenol sprechen. Viel Spaß! Panthenol wird auch Dexpanthenol oder Provitamin B5 genannt. Panthenol ist häufiger Bestandteil von Wundheilsalben. Die erste Salbe mit Dexpanthenol kam bereits schon vor über 70 Jahren raus. Panthenol erhöht unsere Hautfeuchte und unterstützt unsere Hautbarriere. Panthenol hilft, neue Haut zu bilden, damit wir vor äußeren Reizen wie Pilzen und Bakterien geschützt sind. Panthenol fördert also die Bildung von neuen Hautzellen. Panthenol wird in der Haut in Pantotensäure umgewandelt und fördert die Lipidsynthese. Durch die Lipidsynthese wird die Haut elastischer und das Feuchtigkeitslevel steigt. Bei Hautkrankheiten wie Rosacea, Neurodermitis oder Psoriasis kann Panthenol Schübe der Krankheit verhindern. Im Übrigen hilft Panthenol bei Sonnenallergie und Sonnenschäden. Ich glaube, die klassische Wundheilsalbe kennt jeder von uns und Panthenolsalbe habe ich eigentlich grundsätzlich immer zu Hause. Ich habe es ganz viel zum Tätowierung einreiben verwendet und da aber auch bitte darauf achten, dass du wirklich was verwendest ohne Duftstoffe. Also dass es wirklich ein Markenprodukt ist, wo überhaupt keine Duftstoffe drin sind, weil auf so ein Tattoo darf nichts anderes drauf. Und da hilft es eigentlich auch ganz gut. Oder halt wirklich bei anderen Narben oder so. Ich hätte das mir jetzt nie in die herkömmliche Pflege reingepackt, bin ich ganz ehrlich. Aber durch das, dass ich ein Produkt von der Shenya habe, von der Inkipedia, wo Panthenol mit drin ist, habe ich mich wieder so ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Verwendest du Panthenol außer für Wunden? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Du findest übrigens in einer Playlist bereits schon weitere Inhaltsstoffe. Vielleicht ist da was für dich dabei. Gerne unter das i schauen. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Wir sehen uns auf jeden Fall da unten wieder. Wir sehen uns, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!